Sie können unsere Pläne nicht durchkreuzen. Doch, ich bin sicher, es sind Sphären. Sphärenbauer sind die. Doch, doch. Muss ich später nochmal vergleichen. Ich war Mitglied des Teams, das die Sphären neutralisieren auf der USS Enterprise entwickelt hat. Nach unserem ersten Erfolg wurde ich auf die Yorktown versetzt, um mein Wissen zu teilen. Ihre Erfahrung wird unbezahlbar sein. 0718. Experiment 331. Die Ausdehnung wuchs in einer akzeptablen Geschwindigkeit und wurde von der inkonianen Dominion Allianz entdeckt. Nach heftigen Widerstand konnten wir ihre Kernsysteme mit gezielten Mikroausdehnungen auslöschen. Aber ihr Verzweiflungsangriff im Subraum führte zu einem kompletten entropischen Zusammenbruch und letztendlich zur allgemeinen Störung. Wohnbare Orte der Galaxie 0. Lebenszeichen unbestimmt. Projekt eingestellt. Diese Daten, sie haben ihre Experimente ganze Galaxien ausgelöscht. Ich frage mich ehrlich gesagt, was an den Lila-Offizieren besser ist als bei den normalen. Scheinbar hat sich Ihre Allianz mit den Klingonen ausgezahlt, Herr Bauer. In der Tat, wie die Xindi dürsten sie nach Eroberung. Wie dem auch sei, die von Ihnen bereitgestellte Technologie zerstört und erschafft gleichermaßen. Dieser Widerstand hat unseren Fortschritt verlangsamt. Ihr Versprechen klingen hohl, Gesandter. Ich versichere Ihnen, dass alles nach Plan verläuft. Sie werden uns durch nichts von unseren Zielen abbringen können. Doch muss ich feststellen, dass sich ein bekanntes Ärgernis bemerkbar macht. Wieder einmal. Ein kleines Ärgernis. Ich schlage vor, dass Sie Ihren Klingonen freie Hand lassen. Ich werde mich um diese Störung kümmern. Sie werden lernen müssen, dass Sie hier nicht obsiegen können, Eindringling. Ihr Untergang ist unvermeidlich. Ach, die jammert ja wieder. Stimmt ja. Sie, ich habe genug von Ihnen. Können wir das nicht wie vernünftige Wesen diskutieren? Wir waren eine friedliche Spezies, bis unsere scheußliche Allianz einen Völkermord beging. Wir wurden fast ausgelöscht. Nur wenige von uns konnten entkommen, verloren und vergessen in einer dimensionalen Leere. Der Gesandte hat uns ermöglicht, Ereignisse zu manipulieren. Wir haben begonnen, ihren Schaden an uns rückgängig zu machen. In Quantenwellen wie dieser können wir gefahrlos experimentieren. Und sollte diese Welt untergehen, dann bleiben uns noch unendlich andere Welten. Wir sprechen vom Leid eines Völkermords, aber wollen selbst einen begehen? Wolf, ich lese hier gerade schon wieder genau das, was ich meinte. Die Sphärenbauer sind, glaube ich, wirklich die Rasse. Hör dir diesen Satz an. Der Gesandte hat uns ermöglicht, Ereignisse zu manipulieren. Wir haben begonnen, ihren Schaden an uns rückgängig zu machen. In Quantenwellen wie dieser können wir gefahrlos experimentieren. Ja, genau. Wie Sie es taten, um Ihre Ziele zu erreichen. Urteilen Sie nicht über mich, Mörder. Das Ausdehnungsprotokoll wird Ihre Existenz auslöschen und dann werde ich endlich Gerechtigkeit für mein Volk bekommen. Irgendetwas passiert. Die Sphäre setzt eine starke thermobarische Strahlung frei. Wir müssen schleunigst unsere Aufgabe erledigen. Thank you.
Ich bin mir meine Arbeit als Wehrmetzwerk fertig. Platzieren Sie die letzte Bombe. Also muss man schnell die Story durchspielen. Verstehst du, glaube ich, die Story auch ein bisschen besser. Ist doch verständlich. Weil das spielt ja in verschiedenen Zeitlinien. Du spielst einmal, bevor du überhaupt das getan hast, um die Rasse zu... ja. Aus Versehen auszulöschen. Und dann kommst du ja später zu dem Punkt. Naja. Letzte Sprengladung platziert. Wir können zurück und die Explosion initiieren. Erledigen wir das, bevor die Ausdehnung abgeschlossen ist. Experiment 4472. Die Vorhersagen zeigen zusätzliche bewohnbare Gebiete und ein erhöhtes Ausdehnungswachstum. Eine Steigerung von etwa 500%. Lokaler Widerstand, hauptsächlich durch die Föderation dieser Welt, ist grau und effektiv. Der Einsatz von klingonischen Stoßdruppen an Schlüsselpositionen sollte dieses Problem beheben. Die letzten Daten stammen von hier. Sie stimmen mit den Quantensignaturen von diesem Universum überein. Wir sind bereit, sie zurück auf das Schiff zu beamen. Energie. Willkommen beim Stream. Die Ausdehnung wirkt sich auf unsere Schilde und Hülle aus. Wir können ihre nicht lange standhalten, bevor die Besatzung den negativen Effekten erliegt. Auf der Yorktown wird es noch schlimmer sein. Verstanden. Schiffe des Wehrmauern im Anflug. Die Sensoren werden blockiert. Wir müssen sie neu ausrichten. Die Atmosphäre stört unsere Übertragung. Ich werde unsere Systeme kalibrieren, damit wir die Sprengladung entzünden können. Also. Tun wir es! Wir müssen unsere Signale verstärken, um den Sprengstoff finden zu können. Thermische Gas erzeugt eine erhebliche Störung. Ich versuche, unser Kommunikationssignal zu verstärken und sie zu ausgleichen. Arbeiten Sie schnell, 0718. Uns läuft hier die Zeit davon. Ausrichtung abgeschlossen. Oh, ich liebe es, wenn so ein geschädigter Wetterschiff ist. Ich habe eine Verbindung zu den sphärischen Ladungen auf der Sphäre. Bereit, sie auf Ihrem Befehl hin zu zünden. Zünden Sie die Sprengladungen! Detonation abgeschlossen. Die Sphäre wurde neutralisiert. Willkommen beim Stream. Ich habe die Yorktown in der Leitung, der Haarmeister. Sie sind bereit, Sie und 0718 für eine Besprechung herüberzubiegen. Bestätigt, wir sind unterwegs. Gute Arbeit da drüben. Für einen Moment war es sehr schwer, aber Sie beide... Ja, das Geschrei ist gut. Was zum... Ich sehe sie dann wieder auf dem Schiff, Sir. Sehr seltsam. Ich glaube, dass diese Wunde durch eine temporale Verschiebung entstanden ist. Irgendetwas muss passiert sein. Wann anders? Das ist schon mal passiert. Aber wir sind uns nicht sicher, wieso. Willkommen beim Stream. Eine Frage für ein anderes Mal, vielleicht.
Wir haben es am Ende wirklich geschafft, uns zu helfen. Im Namen der Sternflotte und der Besatzung der Yorktown. Vielen Dank. In der Tat. Ihnen und Ihrer Besatzung eine sichere Reise. Vielen Dank und gutes Gelingen, meine Herren. Einer zum Hochbeamen. Ich habe schon drüber nachgedacht, für meinen neuen Charakter eine Gruppensuche einzustellen. Wer dafür Zeit und Lust hat, mitzumachen. Aber ich glaube, das wird schwierig, jemanden dafür zu finden. Oder dann habe ich Pech. Nee. Weil dann sind die nicht ungefähr fertig. Der Gesandte war seit unserem letzten Treffen sehr beschäftigt. Nach dieser Begegnung dürfen wir die Sphärenbauer wohl in die Lageliste unserer Feinde aufnehmen. Die Sphärenbauer sind mit temporaler Kriegsführung vertraut. Ihre Erfahrung könnte das Kräftegleichgewicht zu unserem Glücklicherweise ist ihre Fähigkeit, in unseren Dimensionen zu operieren, äußerst eingeschränkt, zumindest für den Moment. Ja, ist eben alles problematisch hier. Nee, brauche ich nicht. Nee, brauche ich auch nicht. Nein, brauche ich auch nicht. Ein Buttlet. Soll ich ein Buttlet nehmen? Ja, ne? Ist bestimmt ganz witzig, mit dem Buttlet Leute abzumurksen. Ach, stimmt ja. Jetzt muss ich hier zur Delta-Sphäre, Dyson-Sphäre. Delta-Sphäre. Geht nicht weiter. Eskalation. Die Aktivierung des Portals im Herzen der Sonne, eine Dyson-Sphäre, hat uns Zugriff auf eine weitere Dyson-Sphäre verschafft, die sich ursprünglich nahe des Genolan-Systems befand und sich nun tief im Delta-Quadranten befindet. Die Romulanische Republik und die Föderation und das Klingonische Reich haben ihre Streitigkeiten beigelegt, um sich gegen gemeinsamen Feinde zu verbünden. Sie benötigen jedoch willige und fähige Captains und Crewmitglieder, die sich dem Kampf anschließen. Reiten Sie durch das Portal und kontaktieren Sie das Delta-Kommando, sobald Sie die Genolan Dyson-Sphäre im Delta-Quadrant erreicht haben. Oh Mann. Ich hasse den Delta-Quadranten. Ich hasse ihn. Aber nur wegen den Patrouillenmissionen. Ja, das ist echt hammerhart. Eigentlich eine sehr kurze Mission, aber gleichzeitig auch eine der schlimmsten Missionen. Weil ich habe mal versucht, jetzt mit dem Delta Flyer es auch mal zu schaffen, ne? Extra mit dem besten Warp-Antrieb und so weiter und so fort. Überhaupt nicht, nicht mal annähernd. Immer auch die doppelte Zeit habe ich gebraucht, glaube ich. Ja, ganz ehrlich, das ist schon heftig, wenn man da Zeit unterbieten soll. Muss man ein totaler Psycho sein. Naja, die Geschwindigkeit. Ne, der Impulsantrieb macht das ja. Kommt eben drauf an, was du für einen Impulsantrieb hast. Musst du also auch noch einen guten haben. Bist du angearscht? Eingehender Ruf der Voyager, Sir, auf den Schirm. Willkommen in der Genolan Dyson-Sphäre, der Herr Meister. Die Situation im Delta-Quadrant ist eskaliert. Wir werden die Unterstützung aller Verbündeten benötigen, um die Oberhand zu behalten. Vielen Dank für diese Gelegenheit. Ich freue mich, an Ihrer Seite zu dienen.